Servus Monster Hunter Freunde, heute geht es um die Jagdgruppen. Ich möchte euch zeigen, wie man eine Jagdgruppe erstellt, eine Gilde sozusagen, um seine Freunde dort einzuladen und zusammen zu zocken. Wir befinden uns hier noch auf der untersten Ebene, geht einfach zu so einem Aufzug hin und drückt auf die Versammlungsstätte und dort können wir dann unsere Gilde eröffnen. Wenn ihr oben angekommen seid, müsst ihr gleich hier zu diesem Schalter hingehen, Jagdgruppenschalter. Und wenn wir dort reingehen, sehen wir Jagdgruppe oder sozusagen die Gilde erstellen. Hier gibt es dann verschiedene Embleme, Möglichkeiten, um halt ja, die Jagdgruppe, um halt das Emblem eurer Jagdgruppe anzupassen, dass es halt cool aussieht. Gibt wirklich sehr viele. Und wenn wir das richtige Emblem ausgewählt habt, geht ihr auf Abschließen, gibt dem Ganzen noch einen Namen. Ich nenne das jetzt einfach kurz TTT. Und dann wird hier diese Jagdgruppe erstellt. Jetzt geht es natürlich noch dran, Leute einzuladen. Wir sehen erstmal rechts, ich bin der Gildenleiter. Willkommen, Nachricht gibt es noch nicht. Die kann man ebenfalls einstellen, indem wir hier unten auf Jagdgruppe verwalten gehen. Gehen wir dort drauf, sehen wir erstmal die Mitgliederliste, wer alles in dieser Jagdgruppe mit drinnen ist. Momentan bin natürlich nur ich drinnen. Und dann gibt es auch noch die zweite Nachricht bearbeiten. Das ist ganz cool, hier kann man natürlich die Willkommensnachricht dann einstellen. Das sieht man dann auf rechts, wenn man dieser Jagdgruppe beigetreten ist. Und es gibt auch noch unten Mitgliedernachrichten, dass die Leute dann sehen, was aktuell ansteht. Ja, hier können wir unsere, also falls wir eine Einladung bekommen von einer anderen Jagdgruppe, können wir die hier annehmen. Ja, und wenn wir in unsere Jagdgruppe jemanden einladen wollen, muss dieser Kollege in unserer Online-Sitzung sein. Das bedeutet einfach, bei der Xbox ist es jetzt, ihr ladet einfach die Kollegen zum Spiel ein, dann sind sie automatisch in eurer Lobby drinnen und dann kann man hier auf Einladen klicken oder klickt man dann drauf, dann wird der Name angezeigt und kann dann eine Einladung an diesen Kollegen versenden und der kann es dann auch über dieses Menü annehmen. Dann kann man natürlich die Jagdgruppen auch wechseln. Wenn man mehrere Gruppen hat und dort Leiter ist, kann man natürlich durchswitchen. So, das war es jetzt in dem Menü. Dann gibt es hier noch Jagdgruppe austreten und auflösen. Dann kann man am Schluss natürlich hier diese Jagdgruppe auch wieder löschen, wenn man sie nicht mehr haben möchte. Dann gibt es noch eine kurze zweite Möglichkeit zur Info. Man kann hier Start drücken, drückt man etwas weiter rüber auf die Kommunikation und unten auf Jagdgruppen und hier kann man zum Beispiel das ganze Menü dann auch finden. Nur wichtig ist halt, zum Erstellen muss man zu dieser Frau und alles weitere kann man dann auch überall beliebig machen, egal wo man sich gerade auf der Karte befindet. Wie man mit Kollegen Lobbys erstellt und beitreten kann, auch in den Hauptstory-Missionen, zeige ich in einem anderen Video. Wen das noch interessiert, schaut am Schluss einfach in die Infokarte. Ich würde mich über einen Daumen freuen, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.